komm mal runter. Das total verrückte Menschenquartett. Hallo und herzlich willkommen im Internet. Ich bin mit einem Spiel mit Else Brugger und Caroline Kebekus. Und hier sind die beiden. Einen großen Applaus für die... Noch lachen Sie. Ja. Oh, oh ja. Wir spielen heute nämlich Quartett und zwar nicht mit Autos, sondern mit euch, dem Publikum. Und das geht so, ich werde euch Kategorien geben und ihr müsst euch dann aus dem Publikum eine Person rauspicken, von der ihr glaubt, dass die in dieser Kategorie besonders stark sind. Das heißt, ihr könnt eigentlich nicht verlieren, sondern nur die beiden. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Okay. Für wen ist das eine gute Nachricht? Für mich nicht. Ich scanne schon die Leute ab. Ja. Mhm. Das Wichtige ist, ihr dürft vorher nicht mit den Leuten sprechen. Also ihr dürft jetzt nicht fragen, wie ihre Fähigkeiten in bestimmten Kategorien sind. Hm. Und ihr habt einen Joker. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer Sache sehr gut, besser als alle hier, dann dürft ihr euch einmal selber auch nominieren und das Spiel spielen. Und unsere eigenen Skills auspacken. Genau. Das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Mal schauen. Abwarten. Okay, seid ihr bereit? Habt ihr alles verstanden? Jawohl. Dann würden wir mit dem ersten Spiel anfangen. Und zwar bitte ich euch dafür, alle einmal aufzustehen, die gerade ihr Portemonnaie dabei haben. Oh, ha. Mm. Rich people. Sehr beeindruckend, das sind nur Männer. Nee, da sind auch ein paar. Jetzt ist die Frage, wer hebt immer so viel ab, damit er nicht so oft gehen muss oder so? Ja, vielleicht. Die Frage ist, wer hat gerade am meisten Bargeld dabei? Ah, es ist also eine Person, die schief sitzt und deswegen so eine krumme Haltung hat. Mhm. Okay, können wir von hier gucken? Also wer, du willst auch nicht an den Leuten riechen? Hinternach. Ich würde einfach jetzt mal sagen, Hazel fängt an, weil was? Wirklich? Du bist Gast. Oh Gott, wie ist das für ein Druck. Ich gehe ganz klassisch. Es ist ja eh ein total oberflächliches Spiel. Also es ist, glaube ich, das Oberflächliche. Also es ist ja so wie Tinder mit, mit Geld, oder? Tinder Plus. Und ich will dem Ganzen auch noch eine Prise Ageism hinzufügen. Deswegen gehe ich jetzt schnurstracks. Darf ich zu ihm hingehen oder soll ich ihn herholen? Der mit dem Grünen? Sonst dass du jetzt da drauf kommst? Nee, der hinter dem, der genau gleich aussieht wie der vorne. Ich gehe einfach hin. Hä? Ach so, ähnlich auf Hemdfarbe. Gerrit will das nicht, ne? Ich hätte gern den Mann mit dem roten T-Shirt und der grünen Jacke. Ja. Ah ja. Der sieht dann so aus, als würde er sagen, runter? Der Staat beobachtet mich. Und ich habe eher alles dabei. Hallo Christian. Hallo Christian. Hi. Du gehst, glaube ich, zu Hazel rüber. Du darfst dich gerne hier. Nicht, dass du jetzt das falsch interpretierst. Das ist keine Wasserlaststelle. Du kannst dich gerne da draufstellen, glaube ich. Genau. Ich glaube, ich nehme den Herrn ganz oben in dem Blauen. Ja, hinter dir ist keiner mehr. Guck mal, er hat das. Er muss das siehst du? Hat er das separat abgelegt? Der kauft sich gleich noch einen Aachener Weiher. Hallo? Hi. Wer bist du? Sebastian. Sebastian. Das ist so total ursprünglich so, na Männer, wer hat mehr Kohle? Jetzt auf den Tisch. So, jetzt auspacken oder was? Jetzt einmal bitte euer Portemonnaie ausleeren da drin. Alles? Muss da alles auf die Fotos von der Geliebten und so? Ich hab leider so... Nein! Okay. Er hat gar nichts dabei! Euro anbieten. Sebastian! Nein! Ich hab noch so... Ja, warte! Du kannst ja mal zählen, also, aber ich glaube, sind wir hier beim Dreh eines Hip-Hop-Videos? Der Typ ist loaded! Oh mein Gott! Pack noch mehr, du hast noch mehr da drin! Ich hab's gesehen! Sebastian! Ich hätte noch eine Quittung. Das Autoschein, aber wie, was ist denn? Was machst du denn, wenn du jetzt hier dich noch besäufst nachher mit uns und dann mit dem Taxi nach? Ich hab Kreditkarten dabei, was will man denn heutzutage? Ja, schade. Na gut. Wow! Wo kommt das denn hin? Wahnsinn! Krass. Okay.
Ja, ich würde mal sagen, das geht ganz klar an Hazel, beziehungsweise... Ja, ja, kein Problem. Vielen Dank. Du hast dich nicht unterkriegen. Auch ich war mal arm. Wir kommen direkt zum nächsten Spiel. Und zwar sucht ihr einmal eine Person aus dem Publikum aus, von der ihr glaubt, dass sie am meisten, oder er, Helene Fischer Songs nennen kann. Ach du Scheiße. Also, wer sieht denn so aus, als wäre er richtig am Ende? Nein, 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 nein. Ich nehme die junge Frau mit dem rosa T-Shirt und dem grauen, ja. Nicht? Ja. Vielleicht doch zu jung, ja, oder? Läuft schon so. Hallo, läuft schon so. Los. Hallo. Hi, wer bist du? Sophie. Sophie. Du bist ja doch viel jünger, als ich dachte. Sophie, einmal du darfst auf den Competition-Punkt. So, und jetzt bin ich dran? Ja. Okay, also ich glaube, mehr Frauen kennen mehr Helene Fischer Songs als Männer. Meinst du? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich spreche ja nur, grundsätzlich spreche ich sowieso immer nur von diesen Leuten. Immer wenn ich einen allgemeinen Satz sage, auch schon vor dieser Aufzeichnung, immer genau ja, diese das Gruppe genau, von Menschen. Das, ja, das ist der perfekte Durchschnitt ja. der Menschheit. Also wenn gleich die Frage ist, wer ist der beste Rudi Völler-Imitator? Habe ich dich hier gefunden. Da, du kommst mit. Ich finde, nichts schreit so sehr Helene Fischer wie eine militärgrüne Kordjacke. Das ist hallo, wer bist du? Hanna. Hanna, hallo. Hanna, auf den Elfmeterpunkt, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay, ich mache so Support von der Seite. Ich kenne genau zwei Songs von dir. Ich kenne nur einen. Ah, siehst du, da haben wir schon einen Vorteil. Ja. Okay, wie machen wir das jetzt? Du kannst anfangen? Okay. Muss ich jetzt singen? Nein, 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 nur wie viele du kennst. Also du musst jetzt einen sagen. Den ersten Titel, der dir gerade einfällt, den kannst du einmal nennen. Atemlos. Okay, ich würde das mal gelten lassen, das ist das Lied. Ja. Herzbeben. Achterbahn. Was bitte? Achterbahn. Wow. Ist richtig, ja. Nur mit dir. Oh. Noch nie gehört? Ist auch richtig. Ich weiß noch einen. Darf ich hier flüstern? Nein. Geh's Album durch. Sag doch. Es ist auch nicht so schwer, so einfach was zu erfinden. Ja, erfinde den Titel. Das stimmt bestimmt. Oben in der Regie sitzt ein sehr großer Helene Fischer-Song-Fan und sagt mir, welche wirklich Songs okay. sind. Das letzte Nugget. In Titeln bin ich ganz schlecht drin. Nein! Mir fällt keiner mehr ein. Okay, du hast bestimmt noch ein paar. Mit keinem anderen. Okay. Den gibt es auch, tatsächlich. Okay, damit hat Hazel auch einen Punkt, oder? Ja. Ja. Trotzdem vielen Dank, Sophie. Naja, beim nächsten Mal. Nächstes Mal. Ihr könnt euch gerne wieder setzen. Danke, Hanna. Dankeschön. Noch ein Punkt für Hazel. Die nächste Frage ist, wer im Publikum kann die meisten Städte in der Schweiz aufzählen? Ich meine, ich könnte mich jetzt selber nominieren. Das kannst du machen, ne? Du Nein, bist ja aber dein ich glaube, ich will schon so, ich möchte dem Volk eine Chance geben. Oh! Also jetzt brauchen wir hier so Lehrer. Weil ich glaube, du bist auch nicht schlecht. Generell. Dann nehme ich die Frau, sie sitzen, sie wissen ja nicht, vor wem sie sitzen, aber nein, ich nehme die Frau mit diesem krass blauen Oberteil, mit dem sehr waagrecht. Nein, sie kennt gar nichts. Ich muss, jetzt habe ich schon gesagt, leider, sorry, jetzt habe ich selber verloren, aber komm, römmet sie Führer rum. Sie sieht so schweizerisch aus. Diese Treppe runterkam. Hallo. Hallo, wer bist du? Hanna. Hanna. Wer? Schon wieder eine Hanna. Da haben wir in ein Nest gestochen. Ja. Ich bin Hazel. Ich komme aus. Ja. Wer sieht denn so aus, als wären mit der jungen Eltern Dame mit dem blonden Haar und dem Leder. Ja. Ja. Das? Ja, jetzt ist es passiert.
Wie das Handy da so rauslugt wie ein Schweizer Pass. Hallo, wer bist du? Julia, hallo. Julia. Okay, hallo. Julia, du machst mir hier die Städte voll. Ich sehe es dir an. Okay. Ich bin mega aufgeregt. Weil es um die Schweiz geht? Oder? Nein, aber manchmal merke ich so, dass ich gerade das mache, was ich mache. Und dann denke ich so, wieso mache ich das? Voll der stressige Beruf. Wer fängt denn an? Okay, du darfst anfangen. Geil. Bern. Chua. Chua! Du riechst was Schwerem, ja voll! Lausanne. Basel? Geil. Basel? Ja. Ich versuche dir das vorzutanzen. Ja. Zürich. Ja! Davos. Boom! Oh. Davos! Auch richtig. Ach, ist aber auch gemein. Du kannst auch denken, manchmal ist es doch so, gibt es Zug. Ja! Wow. Sion. Boah, ja, sie ist da, ja. Sie ist wie so ein Schweizer Taschenmesser mit Skills. Das ist so unangenehm. Ja! Man kann an dir eine Dose öffnen. Oh. Ist das ein Kompliment? Ja. In Köln, ja. Ja. So eine Öseldose. Mach einfach ein Geräusch, vielleicht hast du Glück. Du kennst sicher noch welche. Mal nachdenken. Chiasso? Hält immer so voll die exklusiven Sachen. Ist wie, nenn mal ein normales Obst. Drachenfrucht. Der Punkt. Ja. Das ist mein Punkt, Leute, oder? Jetzt sucht bitte einmal die Person im Publikum, von der ihr glaubt, dass sie oder er den niedrigsten Puls hat. Den niedrigsten? Also so, dass sie gerade noch leben quasi. Okay. Also entweder man sucht jetzt jemanden, der einfach sein Leben chillt, oder einen, der vorher schön gedampft hat. Hä? Boah, wie soll man das denn? Aber da könnte ich jetzt auch mich selber nehmen, oder? Ja, kannst du auch. Ich hab so einen Puls von 1. Ja, dann nimm dich selber. Du kannst dich selber nehmen. Dann suche ich eine Person, aber die wie ich fände es cool, wenn eine fremde Person da seinen Finger reinstecken müsste. Hier, der junge Mann mit dem schwarzen T-Shirt mit dem mit der Kapuze. Ja, guck, er hat so gemacht. Jawohl, er chillt sein Leben. Ja, der sieht echt richtig gechillt aus. Wie ist das? Hallo. Hi. Wer bist du? Mirko. Hi. Mirko. Mirko. Okay, Mirko. Kann ich einmal hier. Ah, ich glaube, ich nehme schwarzes T-Shirt, 6,5 Dioptrien. Kannst du? Komm, du siehst sehr kardiomäßig aus. Oh. Ein Fahrrad auf dem T-Shirt. Nicht zu schnell die Treppe runter. Ja. Goose Fraber. Oh, er schwitzt. Nein, das packst du. Du kannst auch einmal hier dich hinstellen. Gut. Ihr müsst jetzt quasi eure Kandidaten beruhigen. Das ist jetzt eure Aufgabe. Und ihr steckt ganz einmal bitte ruhig. Eure. Du musst Finger hier nur deinen Finger reinstecken. Bitte sonst den passiert Finger. So, wir werden jetzt 45 Sekunden messen. Okay. Und der mit dem niedrigsten Puls. Was ist, wenn wir hier einen Vampir entdecken? Was machen wir dann? Knoblauch. Auf jeden Fall eine neue Serie. Au. Das sieht richtig. Ich bewege mich lieber mal weg von ihm. Er ist so nervös. Wenn man Luft anhalten würde, würde das was bringen? Nein, es würde es ganz schlimm machen, oder? Panik, Körperhilfe. Warum ertrinke ich hier in dem Studio in Ehrenfeld? Oder 98, ja, 107. Das ist aber hoch, ne?
Links ist bei 91. Oh, da geht ein Alarm los. Ich würde mir Gedanken machen. Wir sind hier gerade bei 112 und bei dir sind wir bei 90. Also jawohl! Was alles geil, du hast mir schön einen cool. Punkt beschert. Ja, sehr schön, Dankeschön. Dankeschön. Okay, such bitte eine Person aus dem Publikum, von der ihr glaubt, dass er oder sie den einen Kirschkern am weitesten spucken kann. Das bin ich. Das kann man jetzt schwierig. Leute, ich nominiere mich selbst. Ja, ich auch. Das ist ganz okay. Okay. Ich kann so einen Knoten machen. Zunge? Eher irgendwie ein Schrie. Oh, nein. Das darum geht's jetzt aber nicht. Aufgabe. Ja, ich weiß. Schon. Okay, Hazel fängt an. Du kannst. Oh, ich will nicht anfangen. Ist ja voll. Okay, nein, ich meine, ich bin cool. Ich bin Teamplayer. Das mit dem Puls ist jetzt egal. Okay. Müssen wir die Kirsche selber abessen? Achso, ja, ist auch besser. Wow. Wie lange was bist du denn schon berühmt? Wo ist mein Kirschier, Jacques? Zum Glück ist das Pulsmessgerät nicht mehr hier. Okay. Wo ist Startpunkt? Genau, da Startpunkt ist dort. Welche Richtung? Wer will den haben? Wer will einen Kirschbäumling in seinem Bauch wachsen haben? Glaubst du, das andere hinschmeißen? Mach! Bist du schon berühmt? Dass du ich bin eh so schräg drauf heute, aber egal. Wer mich kennt, weiß, es ist immer so. Vorsicht, erst beim Einatmen, nicht, dass du es okay. Trainierst das du sieht wirklich Mund? Professionell aus. Sorry, ich war gerade woanders. Noch beim Igel, oder? Ich hab's gerade. Dieser Igel hatte etwas Scharfes zu essen. Und ich muss stehen bleiben, oder kann ich Anlauf nehmen? Ja. Nein, ach, stehen, Anlauf? Nein, stehst, ja. Wow! Ja! Ja! Wow! Respekt! Ich glaube, das kannst du besser. Versuch, als Tipp, versuch nicht so hoch wie ich. Ich habe viel zu viel Energie in die Vertikale verloren. Oh, ist das auch was machen wir eigentlich? Das ist so geil, ich liebe es. Okay. Bin ich jetzt Linksfuß oder Rechtsfuß? Es kommt eher auf die Zunge an. Igel. Oh nein, das ist abgefilmt. Hazel, eindeutig. Das war deiner. Sehr gut. Aber gut, dass wir es gemacht haben. Das ist irgendwie abgefälscht. Ich bin an die Kante gekommen. Ja. Also ich glaube... Nicht schlecht. Unter besseren Bedingungen wärst du deutlich weitergekommen. Hazel hat damit gewonnen. Oh mein Gott! War das letzte Spiel? Hazel Brugger! Danke, Johanna! Danke! Glückwunsch, Hazel! Danke, Paul! Glückwunsch an Hazel! Darf ich auch jemanden grüßen? Ich grüße Caroline Pepkos, die nennen mich jetzt! Publikum, ihr wart toll. Also Wahnsinn. Wir vor allen Dingen, dass ihr alle einfach auch runtergekommen ja, seid. Also ich danke schön. Nicht gemacht. Sehr gut mitgemacht. Komm mal runter. Das total verrückte Menschenquartett. Fertig geguckt? Ihr könntet jetzt endlich eure To-Dos abarbeiten. Oder ihr guckt euch einfach noch mehr Dix-Content an. Einfach hier klicken für das nächste Video, da oben, um unseren Kanal zu abonnieren, oder hier, um in eine wundervolle Welt der ARD-Mediathek zu kommen mit allen Folgen Dix.